Hallo im Küchengarten und hallo zum ersten meiner Videos im Jahr 2023. Ich hoffe, wir alle haben eine ganz tolle Gartensaison mit vielen Tomaten, Salaten, Kürbissen und vielen neuen Projekten, die wir verwirklichen können. Ich freue mich schon total darauf. Ich habe es im neuen Jahr ja ein bisschen ruhiger angehen lassen, ein bisschen Pause genommen von den YouTube-Videos, aber jetzt bin ich zurück mit vielen neuen Ideen und vor allem auch mit der Verlosung zu meinem Adventskalender-Fensterchen, das war das 24. Das kommt dann später. Und ich wünsche euch allen viel Glück bei der Verlosung. Ich freue mich schon zu erfahren, wer von euch, ihr habt mir alle so viele tolle Kommentare hinterlassen, und wer von euch diese 5 Saatgutpäckchen aus meinem Küchengarten gewonnen hat. Heute machen wir ein bisschen was Spezielles, und zwar seht ihr hier vor mir eine riesige Kiste. Ich konnte mich nicht zurückhalten, weil es mich schon so in den Fingern juckt, und habe bei dem Saatgutshop meines Vertrauens schon eine Auswahl an Saatgut bestellt, die mir ausgegangen ist vom letzten Jahr. Neue Sachen sind dabei und Sachen, an denen ich einfach nicht vorbeigehen konnte. Und da möchte ich mit euch heute ein Unboxing machen, also ich möchte das mit euch auspacken, schauen, was ich mir da bestellt habe, ein bisschen darüber sprechen, was ich für das nächste Jahr plane, was ich anbauen möchte, welche neuen Dinge ich mir vorstelle. Ja, das möchte ich heute machen. Und zwar, jetzt öffnen wir mal diese tolle, riesige Kiste. Ich bin schon ganz gespannt. Also ich weiß ja, was drinnen ist, aber trotzdem ist das Aufmachen immer etwas ganz Spezielles. Ich freue mich auch immer total über dieses unimprägnierte Packpapier, was man hier bekommt, denn das bekommen immer meine Kompostwürmer draußen zum Nestbau und um die Feuchtigkeit in meinem Wurmkomposter etwas in Schach zu halten. Da kommen schon die Schätze zum Vorschein. Eine recht große Kiste. Das Saatgut ist ja eher klein. Aber ich habe mir hier meinen langjährigen Traum verwirklicht. Und dafür hat es die große Kiste gebraucht. Und zwar liebäugel ich schon wahnsinnig lang mit so einer Erdballenpresse. Das war online jetzt nicht so leicht zu bekommen hier bei mir in der Schweiz. In Deutschland gibt es da viel mehr Möglichkeiten. Oder es war brutal teuer und da habe ich mich nie drüber getraut. Aber jetzt hat eben mein Saatgut-Shop, Online-Shop des Vertrauens, sein Sortiment richtig gut aufgestockt, auch mit solchem Zubehör. Und dort konnte ich es jetzt zu einem annehmbaren Preis erstehen. Ich bin aufgeregt, bedeutet für mich weniger Plastik, weniger Wurzel, also Verpflanzungsstress für meine kleinen Sämlinge, da man ja die Pflanzen direkt mit diesem Erdballen in ein größeres Gefäß setzen kann. Was jetzt noch interessant für mich wird, ist, wie die Anzuchterde hier aussehen muss, denn der Topf soll ja recht stabil sein, er soll ja recht fest zusammenhalten, und da habe ich schon vieles gelesen, dass das nicht so einfach ist. Ich werde recherchieren und ich werde meine Anzucht mit euch teilen. Vielleicht habt ihr ja auch Interesse daran und habt euch selber noch nie an so eine Erdballenpresse herangetraut. Also mir kribbelt es schon total in den Fingern. Zuerst habe ich mir hier mal eine Vorratspackung Kressesamen bestellt, weil wir im Winter wahnsinnig gern frische Kresse aufs Brot essen oder auch über diverse Gemüsepfannen. Bis jetzt habe ich mich nur mit Kresse beschäftigt. Allerdings plane ich zumindest für nächstes Jahr auch mal etwas weiterzugehen mit Microgreens etc. Das werden wir mal sehen. Mich juckt es da immer in den Fingern, wenn ich auf Entzug für Gartenarbeit bin im Winter. Ansonsten, das Jahr über habe ich ja so viele Kräuter und anderes Grün aus dem Garten, dass ich gar nicht daran denke. So, und dann habe ich mir einen ganzen Pack Samen bestellt. Und im Endeffekt bin ich dann drauf gekommen zu meiner großen Enttäuschung, dass ich vergessen habe, mir Samen der dicken Bohne nachzubestellen. Da habe ich nämlich keine mehr. Ja, jetzt nochmal die Versandkosten bezahlen. Also ich weiß es auch nicht. Die
pflanzt man ja schon im Februar, damit sie der schwarzen Bohnenlaus davon wachsen. Kommt natürlich auch auf die Witterungsverhältnisse an. Aber ich weiß sonst nicht, wo ich sie bekommen soll. Ja, ein bisschen ein Negativpunkt, aber kommt Zeit, kommt Rat. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir zum Beispiel eine riesen Gemüsezwiebel. Da habe ich nämlich draußen im Gewächshaus schon die ersten ausgesät. Da hat es mich wirklich gepackt. Die soll man aber allerdings auch schon im Jänner aussehen, denn sie brauchen eine recht lange Zeit, wenn man wirklich so schön große Zwiebel erhalten will. Da habe ich mir, wenn ich mich recht erinnere, 2 verschiedene bestellt. Und zwar hier die Exhibition, die habe ich schon mal angebaut im letzten Jahr. Sie sind jetzt nicht so riesig geworden, aber das liegt, glaube ich, am Standort. Er war nicht so sonnig und sie brauchen auch eben recht Zeit zu wachsen. Das werde ich dieses Jahr nochmal versuchen. Und hier die Riesengemüsezwiebel Kelsey, die möchte ich auch noch ausprobieren. Also da wird morgen dann gleich nochmal ausgesät, damit ich auch ja genug habe. Dann habe ich mir Spinat nachgekauft. Das ist die erste Ernte. Den kann man nämlich dann ja auch schon jetzt im Januar aussehen. Das werde ich dann auch machen. Beetplatz habe ich ja genug, obwohl momentan die ganzen Beete noch schön gemulcht sind. Aber den kann man ja zur Seite schieben. Dann habe ich mir Salate nachbestellt für den frühen Anbau. 2 Eichblattsalate, rot und grün, die sehr schussresistent sind. Da freue ich mich schon drauf, die mag ich total gern, weil sie schön knackig sind. Und dann träume ich natürlich schon vom Sommer. Zucchini habe ich mir einige nachbestellt, weil mir die ausgegangen sind und ich wollte auch ein paar spezielle Sorten probieren. Hier zum Beispiel, das ist eine ganz alte Sorte, die Long Vert Anglais. Bitte entschuldigt mein Französisch, da bin ich jetzt wirklich nicht so gut darin. Hier eine alte italienische Sorte, die Costates Romanesco. Die hat mir so gefallen, weil sie schön kompakt ausgeschaut hat, also mit wenig Kern innen, diesem weichen, schwammigen Zucchini. Gehäuse und auch sehr dekorativ mit diesen hellgrünen Längsstreifen. Und dann was Spannendes, die Schlangenzucchini, die klettert und bildet so wunderbar dünne, schlangenförmige Zucchini. Da bin ich total gespannt drauf und in so kleinen Gärten ist ja das vertikale Gärtnern wirklich interessant. Und dann will ich auch einige neue Paprika ausprobieren. Zum Beispiel die Pimientos de Padron, das ist ja die Hauspaprika von Florian Rigotti und er schwärmt ja schon seit Jahren davon. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt und dieses Jahr möchte ich sie unbedingt mal ausprobieren. Und dann habe ich mir auch 2 Sorten gekauft, auch spezielle alte Sorten, die auch für den Freilandanbau geeignet sind, weil es ist ja doch nicht so warm hier bei mir, wie die Paprika das gerne möchten. Und im Gewächshaus habe ich nicht so viel Platz. Deswegen ist es interessant, sich Sorten zu kaufen, die auch in kälteren Klimagegenden gut wachsen. Und das habe ich jetzt mit diesen 2 versucht. Und dann habe ich hier noch einen Zuckermais, den Golden Bantam. Den Golden Bantam. Ich möchte nämlich das erste Mal ein Milpa-Beet ausprobieren, also diese 3 Schwestern Mais als Rankhilfe für Bohnen, für Stangenbohnen, Kletterbohnen und zu den Füßen zur Beschattung des Bodens Zucchini oder Kürbis. Und deswegen habe ich mir hier jetzt schon einen Mais bestellt. Mais baue ich nämlich sonst nicht sehr viel an, weil er jetzt nicht so ertragreich ist und auch viel Platz braucht. Deswegen hatte ich keine Samen da und der soll jetzt schön robust sein, damit er die Last der Stangenbohnen tragen kann. Da freue ich mich auf dieses Projekt, freue ich mich auch schon wirklich sehr. Das war es mal mit meinem ersten Kaufrausch, Gartenkaufrausch im neuen Jahr. Ich bin mir sicher, da kommen noch mehr. Zum Beispiel habe ich bei einem anderen Anbieter auch schon Holunderbüsche in meinem Warenkorb. Ich möchte nämlich in New Bedland
Da haben ja die Nachbarn leider ihren herrlichen großen Kirschbaum gefällt. Und dort möchte ich jetzt erstens ein bisschen Sichtschutz, zweitens für mich die Blüten des Holunderbusches, weil ich mache daraus wahnsinnig gerne Sirup, also Saft zum Trinken. Und im Herbst dann die Beeren für die Vögel, möchte ich jetzt dort einen Ersatz quasi für mich auf meiner Seite pflanzen. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ich bin mir sicher, dass im Laufe meines Gartenplanungsprozesses noch einiges auftaucht, was ich noch unbedingt brauche oder unbedingt ausprobieren will oder was mir ausgegangen ist und ich unbedingt wieder anbauen möchte. Ihr kennt das sicher. So, aber jetzt geht es zu dem, worauf ihr alle schon gespannt gewartet habt, zur Verlosung des Gewinnes meines 24. Türchens des Garten-YouTuber-Adventkalenders. Auslosen werde ich das Ganze mit einem Random Comet Picker mit Samen für diverse Blühpflanzen und auch Blühmischungen, die Nützlinge, Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Fliegen in eurem Garten unterstützen werden, in eurem Naturgarten. Das Ganze werde ich mit einem Random Comet Picker machen, damit das Ganze mit rechten Dingen zugeht, also das ist zufallbasiert, welchen Gewinnerkommentar dieses Programm auswählen wird. Was brauche ich dazu? Zuerst einmal den Link meines YouTube-Videos, den habe ich hier. Den werde ich jetzt hier einfügen. Hier kann ich nun nach einem Schlüsselwort filtern und da habe ich euch ja gebeten. Ah, da sieht man von meiner Tomatenverlosung noch das letzte Keyword. Allerdings war das diesmal Adventskalender. Und jetzt werden alle Kommentare in das Programm hineingeladen. Das waren insgesamt 242. Und jetzt werde ich den ersten der fünf Gewinner auslosen. Herzlichen Glückwunsch, Kerstin, als erster Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, Britta, als zweite Gewinnerin. Timo, auch an dich, herzlichen Glückwunsch. Ann, oh, du verdienst es wirklich, mit deinen 6 Kindern hast du dir Zeit genommen, einen Kommentar auf meiner Webseite zu schreiben, auf meinem YouTube-Kanal. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und als letzter Gewinner, Melanie, herzlichen Glückwunsch. Bitte meldet euch bei mir, sendet mir eure Adresse per E-Mail. Ich blende meine E-Mail-Adresse hier unten ein. Und dann werde ich die Samenpäckchen aus meinem Küchengarten so schnell wie möglich an euch losschicken. Das war's für heute auch schon von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Das nächste Video ist schon in der Arbeit. Da habe ich wieder was ganz Spannendes und Spezielles für euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig darauf, auch im Jahr 2023 mit euch die Gartensaison zu erleben. Bis zum nächsten Video.